Moin moin zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Klönschnacks. Wir sind heute im Herzen von Flensburg, also mitten in der Innenstadt. Und ich wurde von einem unserer Spieler nach Hause eingeladen und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ihr hoffentlich auch. Hey, na, na, grüß dich. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir kochen. Wir kochen. Oh mein Gott, ich kann gar nicht kochen, aber nee. Ich glaube, du kannst ganz gut kochen. Was gibt's denn? Zeig mal, was hast du denn hier? Ja, also heute kochen wir ein Herbstrisotto. Mhm. Da machen wir das mit Pilze und Knoblauch, Schalotten, Salbei und natürlich Parmesan. Oh, da hast du aber hier schon ein bisschen was vorbereitet, ne? Da hinten geht's ja gleich weiter. Du hast also warst schon fleißig, bevor wir kamen, oder? Das habe ich. Ich bin immer vorbereitet. Dann lass uns einfach mal anfangen, oder? Ja. Du sagst, ich darf. Okay. Du darfst anfangen. Und das ist eigentlich alles. Du, warum ist das Messer so groß und die Zwiebel so klein? Weil jeder Koch braucht ein richtiges Messer. Ein scharfes Messer oder was? Ja, muss so sein. Woher kommt denn eigentlich deine Leidenschaft fürs Kochen? Also wie, weil du kochst ja schon gerne, oder? Ja, ich muss auch sagen, alleine zu kochen ist manchmal nicht, macht manchmal nicht so Spaß. Mhm. Aber wenn ihr am Besuch kommt, dann muss ich ja ein bisschen zeigen. Und das hat ja eigentlich angefangen, als ich jung war. Weil meine Mutter arbeitet als Flugbegleiterin. Mhm. Und dann war ich oft alleine und musste selber kochen. Und fand das eigentlich schon, ja, das macht schon Spaß. Das mag ich gerne. Ja. Und dann hat mein bester Freund angefangen auf einer Kochschule in Norwegen. Im Gymnasium. Und das wollte ich auch probieren. Okay. Wie alt warst du da? Dann war ich 15. Mhm. 15. Mhm. Also dann war das nicht nur Handball in meinem Leben, dann war das auch ein bisschen andere Sachen. Und wärst du Koch geworden, wenn du keinen Handballberuf? Also ist dir die Handballkarriere so ein bisschen in deiner Kochkarriere vielleicht dazwischen gekommen? Oder? Und ich glaube eigentlich nicht. Ich hab sehr viel Spaß gehabt, diese 2 Jahre auf die Kochschule. 2 Jahre warst du da sogar? Ja. Wow. Mhm. Aber das war mehr ein Hobby für mich, mehr als eine Arbeit. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das 3. Jahr auf Gymnasium, Sportschule mit dem letzten Jahr auf Gymnasium. Also, dann war ich fertig. Und war das für dein Umfeld? Für dein Umfeld waren es auch 2 schöne Jahre, weil du immer viel ausprobiert hast zu Hause? Ja, und ich habe auch viel gelernt. Und dann habe ich umgezogen nach Dänemark, erstes Mal alleine. Und da musste ich auch jeden Tag kochen. Und als Leistungssportler ist das ja sehr wichtig, Gutes zu essen. Mhm. Und dann habe ich viel gelernt davon. Und was hast du da so gekocht? So, weil, also ich weiß, wie ich war mit so 19, 20, da konnte ich Nudeln mit Tomatensauce. Das habe ich auch manchmal gemacht. Das war bei dir wahrscheinlich schon ein bisschen anspruchsvoller, oder? Ja, aber das war eigentlich mehr nicht die einfache Lösung zu nehmen immer. Mhm. Viele von meinen Freunden mit den gleichen Jahren hat ja oft nur so Pizza gegessen, gefrorene Sachen gekauft. Mhm. Und als Leistungssportler musst du auch, dein Körper ist ja sehr wichtig. Ja. Und da musst du auch aufpassen. Und dann ging es für dich von Stavanger zu GOG, ne? Ich mache jetzt schon direkt einen Sprung, weil eigentlich bist du ja über deine Mom zum Handball gekommen, oder? Kann man ja so sagen. Ja, so kann man so sagen. Ja. Ist sie heute auch Trainerin? Weil sie war früher deine Trainerin auch, oder? Ja, sie war meine Trainerin für viele Jahre eigentlich, als ich jung war. Jetzt nicht mehr. Mhm. Aber sie hat mich sehr viel geholfen und sie hat auch entschieden, dass ich Handball spielen sollte. Mhm. Und du wolltest eigentlich Fußball spielen, richtig? Fußball fand ich mehr lustig. Ich wollte auch mehr zocken. Okay. Ich wollte mehr arbeiten und mehr Geld verdienen. Mhm. Aber sie hat gesagt, du musst auf jeden Fall bis 16, 17 Handball spielen und dann kannst du selber wählen. Mhm. Und mit 16, 17 war ich auch ein besserer Handballer als Fußballer und dann habe ich aufgehört mit Fußball und dann habe ich fokussiert auf Handball. Mhm. Und wie kam das dann von Stavanger, von Viking, oder? Genau. Zu GOG? Also wie ist das zustande gekommen und wie alt warst du da? Ich bin ja gewechselt mit 22, aber der Vertrag war unterschrieben mit 21 und ich glaube der Grund war, ich habe ja die erste
Spiel für die Nationalmannschaft gemacht und dann, danach habe ich viel angeboten bekommen von Dänemark, weil wir haben gegen Dänemark gespielt. Und dann habe ich GOG gewählt, weil ich wusste, die waren sehr gut mit jungen Spielern. Und ich habe auch viel Verantwortung bekommen sofort. Und das war wichtig für mich als junger Spieler. Dann kommt das ja rein. Ja. Das ist ja Schalotten und Knoblauch. Soll es ein bisschen abschwitzen. Kann man das sagen auf Deutsch? Abschwitzen. Anschwitzen. Anschwitzen. Ja. Siehst du, ich lerne das, was, so, was ihr manchmal auch macht, wenn ihr am Spieltag doch nochmal was macht. Auf jeden Fall. Seid ihr auch am Anschwitzen. Dafür bin ich ein bisschen bekannt, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Das geht ja relativ schnell. Ja. Die Temperatur ist auch ein bisschen zu hoch jetzt. Super. Und also du machst hobbymäßig, kochst du schon noch viel, wenn du Besuch hast? Oder? Ich koche immer, wenn ich Besuch kriege. Ja. Aber wenn ich alleine bin und wir zum Beispiel haben diese zwei Spiele die Woche, wir haben Auswärtsreisen, dann koche ich viel einen Tag und dann habe ich Essen für ganze Woche so. Ja, oder mehrere Tage auf jeden Fall. Dann kommt das Salbei rein. Mm. Oh, ich liebe Salbei. Oh, das riecht bestimmt hammergut. Oh, das riecht richtig, richtig gut. Und dazu kommt auch ein bisschen Pilzen. Pfefferlinge. Eigentlich perfekt, weil ich esse gleich und er kocht. Also habe ich alles richtig gemacht. Du hast alles richtig gemacht, glaube ich. Du hattest ja jetzt auch einen sehr, was heißt prominenten Gast. Die letzten Wochen hat ja Magnus Rött auch hier bei dir gewohnt, weil er etwas... Prominenten Gast. Oder einen Kollegen aus der Mannschaft. Ja, einen Kollegen aus der Mannschaft. Und Freund. Und Freund natürlich. Ja, natürlich. Und ich glaube, was ich so mitbekommen habe, er hat es sehr genossen, weil das Frühstück Oatmeal hast du vorbereitet und du hast auch für euch beide dann gekocht. Also ich glaube, Hotel Sögert war für ihn ganz gut, oder? Ich glaube, er hat auch viel gelernt. Ja? Weil ich war ja bei ihm eine Woche her. Ja. Ich gehe immer in seinen Kühlschrank und gucke, was er hat. Und dann gab es meine Oatmeal in seinen Kühlschrank. Und er hat gesagt, er hat das jede Woche gemacht, seit wir hier waren. Ja. Also dann habe ich ihn ein bisschen gelernt. Richtig gut. Ja, guck mal, da hast du doch schon deine Footprints hinterlassen mit dem Oatmeal. Und das ist ja gut. Ja, stark. Und jetzt kommt Reis. Das ist jetzt der Risotto-Reis, ne? Genau. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Flüssigkeit und brauchen ein bisschen mehr Öl. Und dann soll das eigentlich nur warm werden und dann kommt, das erlaubt zu sagen, Wein. Ja, das Beste in dem Risotto kommt mit dazu. Aber Risotto ohne Wein ist kein Risotto. Nein, das stimmt. Also, genau. Sagen. Und das verkocht sich ja auch, ne? Genau. Wir hatten eben von deiner Zeit bei GOG gesprochen, beziehungsweise von deinem Wechsel. Die sind ja sehr bekannt für Nachwuchsarbeit und Talente. Jo. Also viele, viele SG-Spieler sind bei GOG groß geworden. Wie würdest du rückblickend deine Zeit bei GOG beschreiben? Also was waren diese Jahre für dich und was bedeuten die dir jetzt auch so im Nachgang? Das hat sehr viel Spaß gemacht zuerst. Ich war 22. Habe nur zu Hause bei meiner Mutter gewohnt und dann komme ich nach Odense. Und alle in der Mannschaft sind da auch 22, 23, 21, 20. Also alle sind den gleichen Jahrgang. Und alle sind eigentlich auch hammergut, weil die haben diese Ure-Schule gemacht, die haben immer zusammengespielt. Und GOG ist ja auch, wie du gesagt hast, bekannt für die Jugendarbeit. Also das Niveau war auch richtig gut. Und ja, wir haben nichts gewonnen in meinen zwei Jahren da, wir waren schon nah, aber der Zusammenhalt, was wir da haben, was wir raus ins Spielfeld gemacht hat, zusammen, hat einfach richtig Spaß gemacht und ich finde, die Kultur in GOG ist richtig, richtig geil. Aber ihr habt auch am ERF-Pokal teilgenommen, oder? Ja. Wie war das? Internationale Erfahrung auch für dich das erste Mal? Das so war richtig? Das erste Jahr auch ja. Und ich kam ja aus Viking, wir haben alle Spiele verloren in die norwegische Liga und dann komme ich nach GOG, wo wir eine Spitzenmannschaft, Spitzenmannschaft sind und das war etwas Neues. Bisschen Pause. Ich bin bereit. Das riecht göttlich, muss man wirklich sagen. Warst du damals in deinem Jahrgang der Einzige, der auch von außerhalb zu GOG kam? Waren die alle aus der Jugend oder waren da auch ein paar andere Spieler, die irgendwie zugezogen sind? Weil das war ja für dich auch der erste Schritt aus der Heimat Norwegen ins Ausland. Ja. Also ist ja schon in dem Alter schon erstmal auf jeden Fall ein Schritt. Ja, klar. Ich war ja auch 22, also ich war nicht so jung. Ja. Aber zum Glück hat
Henrik Jakobsen, ein anderer Norweger, da gespielt und ein Torwart aus meiner Heimat, Espen Christensen, hat auch in Minden gespielt, war auch in Georgia damals und die haben mich sehr gut, sehr viel geholfen. Und dann war das ja auch, alle die Dänen waren auch 94er oder 95er oder 96er. Ich habe ja mit Lasse Möller gespielt, Emil Jakobsen gespielt, Niklas Kekelöcke gespielt. Und wir haben ein sehr gutes Zusammenhalt gehabt und dann haben wir auch jeden Donnerstag gekocht. Echt? Ja. Und immer jemand anders oder hast du für alle gekocht? Nein, wir sind irgendwo getroffen. Ja. Oft ist bei Henrik und Niklas, weil die haben zusammen gewohnt. Und dann haben wir einfach zusammen gekocht. Und was gab es da so? Henrik wollte immer Taco essen. Jeden Donnerstag. Ja. Aber wir haben alles eigentlich, also viele verschiedene Sachen. Und dann, glaube ich, auch die Jungs haben etwas gelernt. Ja, richtig coole Tradition auch. Ja, finde ich auch. Hättest du gerne die Kochschule noch länger besucht? Also hättest du das gerne noch länger gemacht? Oder war das eh begrenzt auf 2 Jahre, wo man sagt, komm. Das war begrenzt auf 2 Jahre in Norwegen. Aber ich wollte auch nicht länger gehen. Ich fand da, also ich habe viel gelernt, aber das war mehr ein Hobby als ein Beruf. Schade eigentlich. Ja, aber ist auch ein schönes Hobby. Jetzt habe ich auch ein gutes Arbeit. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Ja, absolut. Und dann ging es ja von GOG zur SG. Ja. Und man muss ja leider sagen, dein Start hier war erstmal etwas holprig, oder? Schrecklich, oder? Ja, erzähl mal. Das ist ein bisschen lustig auch zurückzudenken, weil das liegt so weit hinten im Kopf. Ich habe das fast vergessen. Aber ich kam ja zu der SG mit einer Verletzung im Sprunggelenk. Mhm. Die habe ich bekommen in die Europameisterschaft. Und ein CT-Scanning hat gezeigt, das war gebrochen. Mhm. Und dann musste ich zu einem Spezialisten in Augsburg und operieren. Und dann habe ich auch die Operation gut überstanden und war so, ja, endlich bin ich zurück und in 3 Monaten kann ich richtig gut Handball spielen. Mhm. Und dann auf meinem Rückweg, wir sind mit Auto gefahren, waren wir in einem Autounfall, leider. Mhm. Und ich bin zu einem Krankenhaus oder einem anderen Krankenhaus gekommen. Und ich konnte ja kein Deutsch reden, das war richtig schwierig. Und dann habe ich ja meine Nase gebrochen. Das glaube ich, viele weiß das jetzt, weil das sieht ein bisschen so komisch aus. Viele fragen, ob ich Boxer bin. Bin ich nicht, will ich auch nicht. Aber das war richtig schwierig. Aber zum Glück kam meine Mutter nach Flensburg, weil ich hatte auch eine Gehirnerschütterung und ich war ein bisschen shaky. Aber sie hat ja gewohnt 2 Wochen und hat mich sehr viel geholfen. Das ist sehr süß. Ich bin sehr dankbar dafür. Oh, Joran, das sieht richtig, richtig gut aus. Was hast denn du da jetzt als Topping gemacht? Ich habe Pilzen gebraten auch. Und dann ein bisschen verschiedene Tomaten, nur für die Farbe. Ein bisschen auch süß. Und dann ist das ein bisschen schwer auf Deutsch zu erklären, aber das ist Rotzwiebeln mit Essig, Wasser und Zucker. Und dann sind die so eingelegte Zwiebeln. Sehr gut, eingelegte Zwiebeln. Ja, so, dann lass mal probieren, oder? Ja. Machst du dir das öfter, das Risotto? Das ist so ein gängiges Rezept. Ja, ich mache das schon auf jeden Fall im Herbst. Oh, schmeckt richtig, richtig gut. Vielen Dank. Richtig gut. Mag ich. Dankeschön. Sehr lecker. Ich bin auch sehr zufrieden. Ja? Oder ist ja irgendwas, wo du sagst, oh nee, ist richtig lecker. Ja, ich war zufrieden mit der Säure. Ich fand, das war gute Menge Zitronen drin. Ja. Weil im Risotto ist das schon ein bisschen heftig. Ja, sehr schwer zu essen. Und dann musst du haben, etwas muss ja das helfen. Stimmt. Und Zitrone, eingelegte Zwiebel vielleicht auch. Die hatte ich noch nicht. Nee. Aber ist es so, dass so das Kulinarische oder dein ich sag mal, wie sagt man, dein Schatz an Rezepten auch durch viele Reisen irgendwie geprägt wurde? Also du hast vorhin gesagt, deine Mama ist ja Flugbegleiterin. Bist du auch viel gereist mit deiner Mama? Ja, wir waren schon viel unterwegs, wenn ich jünger war und Zeit hätte. Wir waren sehr oft in den USA, aber wir haben auch eigentlich über ganz Europa gereist. Aber sie liebt USA und wir waren da, ich glaube, 6 Mal. Und das war nicht so normal, als Norweger nach USA zu reisen mit
6 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre. Aber das war richtig, richtig geil. Und auch als 12-Jährige in Disneyland zu gehen oder Universal Studios zu gehen, war auch richtig, richtig cool. Und ich erinnere an eine Herbstferien, dann war ich vielleicht 11 oder 12. Dann haben wir ein bisschen Langeweile gehabt, als meine Mutter erzählt. Und dann haben wir für 3 Tage nach Orlando geflogen. Wow. Und das ist ein bisschen weit, aber das haben wir gemacht. Wow. Und sie arbeitet auch immer noch in dem Job, ne? Also sie ist immer noch viel unterwegs. Ja, genau. Ja. Und schafft es dann doch gelegentlich auch mal herzukommen, ne? Ja, nicht so oft, als sie möchte. Mhm. Sie möchte eigentlich hier wohnen, glaube ich. In meiner Wohnung mit mir. Ja. Sagt sie für Spaß. Mhm. Hoffe ich. Ja. Aber sie kommt hier einmal pro halbes Jahr ungefähr. Ach, schön. Ja, das ist ja doch dann häufig mit dem Job. Also, oder eure beiden Jobs, ihr seid ja viel unterwegs. Ich bin zufrieden. Du warst jetzt im Sommer in Italien mit einigen Freunden. Und das inspiriert dich dann zu neuen Rezepten so. Wie war der Urlaub? Was habt ihr gemacht? Also zuerst, ich glaube, Italien ist mein Lieblingsland in Europa. Mhm. Und wir waren ganz früh, dass wir möchten unbedingt nach Italien nochmal. Wir waren ja da vor Corona 2019, glaube ich. Mhm. Aber wir wollten unbedingt nach Norditalien. Und dann haben wir mit Zug gefahren von Venedig, auf Deutsch, Venedig, nach Cumussee und dann weiter nach Bergamo und dann Milan am Ende. Also wir haben eigentlich nur gut gegessen und Sonne genießen. Wir haben also gar nichts gemacht. Also schön. So, wir haben bei Boot gemietet in Cumussee, ein bisschen gefahren darüber. In die Seda, aber sonst ist kulinarisch ist ja Italien also das Beste, was es gibt für mich. Mhm. Also wir haben nur ein bisschen Wein getrunken, viel Pasta gegessen, viel Trüffel gegessen, Pizza gegessen und einfach Leben genießen. Also das war sehr geil. Schön, das hört sich auch richtig, richtig gut an und auch das, was man dann braucht nach so einer langen Saison. Wie würdest du kulinarisch Flensburg beschreiben für dich? Es wird besser. Es wird besser. Also wir haben ein paar gute. Ich habe zum Beispiel nicht Meierhof probiert oder Meierweg oder wie heißt das? Meierhof. Aber Flammkuchen. Ich weiß nicht, ob das Französisch oder Deutsch ist. Mhm. Aber Flammkuchen mag ich sehr. Manchmal auch besser als normale Pizza. Mhm. Und wenn wir über Pizza reden, haben wir Tonis. Die machen eine richtig gute Pizza. Mhm. Und dann haben wir auch Mexiko, Fresh Inn, finde ich auch richtig gut. Also es gibt Stellen, die gut sind, aber wo ich oftmals gehe, ist ja, was Karl mag, für Sauerteigbrötchen. Mhm. Weil die mag ich sehr. Guter Tipp auf jeden Fall. Ja, die Brötchen also, haben die, glaube ich, noch nicht so lange. Aber Flensburg hat sich sehr viel entwickelt in den letzten 5 Jahren. Mhm. Also, wann ich herkam, war das viel weniger Auswahl als jetzt. Also, für mich ist das ja positiv. Trotzdem hat es nicht gereicht, dass du doch noch ein paar Jahre dranhängst. Du verlässt die SG im Sommer, jetzt nach der Saison, und gehst zurück in die Heimat nach Norwegen, zu Kolstad. Was wirst du denn an Flensburg am meisten vermissen? Also ich würde die ganze Verein vermissen. Der Handballteil hier ist besser als irgendwo anders, wo ich mich vorstellen kann. Also die Leidenschaft, was die Zuschauer haben, wie viele Zuschauer, wie viel das bedeutet, überall zu spielen. Also egal, wo wir spielen mit ISG, ist das eine volle Halle. Die Stimmung ist immer gut. Und wenn wir zu Hause spielen, dann kriege ich Gänsehaut jedes Mal. Und das habe ich ja nicht gehabt in Norwegen oder Dänemark, weil dann in Norwegen war das ja 500 Zuschauer, Leute sind gekommen und gegangen. Dänemark war das 2000, aber hier ist das geht nur über Handball. Mhm. Also die sportliche Hauptfokus würde ich sehr vermissen in Flensburg. Und Handball in Deutschland so überhaupt zu spielen, würde ich auch vermissen. Du hast dich sehr schwer getan mit der Entscheidung, muss man ganz ehrlich sagen. Also du hast lange überlegt, ob du das so machst. Mhm. Warum hat es dann doch, oder hast du dich am Ende dann doch für Kolstad entschieden? Ja, es war nicht so viele Fragen, dass ich mich selber gestellt habe, aber so ein bisschen schwierige Fragen. Mit 28 oder 29 zurückzuziehen nach Norwegen, ist das zu früh? Mhm. Das war der erste.
Und die zweite ist, ja, ich habe ja ein Ziel, lange Handball zu spielen. Ist das denn sportlich in Norwegen zu spielen nicht gut genug? Mhm. Und dann war das auch eine Frage über meinen Körper. Ist das clever, nach Norwegen zu kommen, wegen weniger Belastung, mhm, weniger Reisezeit? Mhm. Und dann war ich vor und zurück. Und dann kam auch die Frage über meine Familie und meine Freunde. Und vermisse ich Norwegen oder vermisse ich nicht Norwegen? Mhm. Weil ich soll ja wahrscheinlich in Norwegen wohnen, wie mein ganzes Leben. Also das ist kein Muss, zurückzuziehen jetzt, mhm, oder im Sommer. Aber am Ende war die total so, ja, ich vermisse eigentlich Norwegen. Und also die Mannschaft in Kolstad wird hoffentlich richtig gut. Die Liga vielleicht nicht, aber der Trainingsalltag wird richtig gut. Und dann ist das auch so ein norwegisches Projekt in Norwegen als, mhm, Norweger. Das bedeutet etwas. Klar. Ja. Und dann kann ich auch etwas verzichten. Und, mhm, dann verzichte ich Flensburg, Handball, Bundesliga und also die Stimmung in Flens Arena. Vielleicht kommst du ja dann doch wieder. Nee. Also in anderem Trikot wahrscheinlich, aber nein, es ist ja ein Riesenprojekt, also, was da aufgebaut wird. Also das, ja, muss man klar sagen. Ich sage nie, was passiert. Also ich, ja, sage nie, was passieren sollte, aber ja, muss man gucken, was passiert. Kann man nachvollziehen, auf jeden, ja, Fall. Ja. Und würdest du inzwischen die SG auch als deine sportliche Heimat hier bezeichnen? Also dass du sagst, hier ist das für dich nochmal gesetzt mit dem Handball und da, wenn du sagst, der ganze Verein, den wirst du vermissen. Man merkt dir manchmal diese Gänsehaut nicht an. Weil ich habe echt lange gesucht, auch mal so emotionale Bilder von dir rauszusuchen. Ja. Und du bist ja schon ein cooler Typ. So, was braucht es denn, dass du das auch nach außen richtig zeigst? Also was jetzt mal fernab vom Handball, was braucht, weil du immer sehr ausgeglichen, ein sehr cooler Typ bist, was braucht es, dass du mal so richtig... Ich habe das lange gehört. Ja. Und ich glaube, ich bin so als, das ist meine Persönlichkeit, also als Typ, ja, bin ich so. Und wenn ich Handball spiele, ist das auch voller Fokus. Mhm. Und dann vergesse ich vielleicht auch manchmal alle die anderen, mhm, und dann auch so feiern und Emotionen zu zeigen. Aber das bedeutet echt viel. Also, mhm, vielleicht kann ich mehr feiern oder zeigen, mhm, aber das Wichtige ist ja, was ist wichtig hier? Mhm. Und ich will ja jedes Mal gewinnen, wenn ich auf der Platte stehe. Was würdest du sagen, wenn du jetzt, also du, im Sommer ist es ja absehbar, im Moment glaube ich, fühlt sich das noch nicht so an, weil wir sind mitten in der Saison, es sind so viele Spiele und wir haben große Ziele, auch mit der SG und mit der Mannschaft jetzt aktuell. Also ich glaube, da könnte mir vorstellen, das ist für dich noch super weit weg, was im Sommer dann passiert. Aber was würdest du dir wünschen, wenn jetzt irgendwie die Zeit dann zu Ende geht, wie man dann Göran Søgaard Johannessen dann auch in Erinnerung behält? Also zuerst, ich denke nichts über Kolstad jetzt, mhm, das ist ja viel zu weit, weil das Ding mit Flensburg ist, wenn du hier spielst, dann haben wir immer große Ziele. Mhm. Und die, in meinen 5 Jahren, also 4,5 Jahren bis jetzt, dann waren wir Deutsche Meister einmal und dann zweimal Zweiter und letztes Jahr war nicht so gut sportlich. Aber wir haben so viele Möglichkeiten in dieser Saison. Wir sind dabei in alle die Turnieren. Wir haben Bundesliga, wir haben Europa League, wir haben Pokal. Und ich glaube, mein Ziel ist ja etwas zu gewinnen dieses, mhm, Jahr. Und dann gucken wir natürlich, wenn wir anders stehen, da im Juni, wo wir sind, welche Ziele wir haben erreicht, welche Ziele haben wir nicht erreicht. Aber die größte Ziel für mich diese Saison ist einfach etwas zu gewinnen mit DSG. Schön. Und wie du sagst, es ist ja auch noch alles offen. Ja. Mal ganz weg vom Handball, wenn du zum Abschluss jetzt einen Wunsch frei hättest, egal was, was würdest du dir wünschen? Peace in the world. Mhm. Das ist vielleicht, ja, komisch zu sagen, aber wo wir jetzt sind in der Welt, ja, dann finde ich, das ist noch mehr aktuell als früher. Das nehmen wir auf jeden Fall so, würde ich sagen. Und bevor das jetzt kalt wird und bevor ihr uns die ganze Zeit beim Essen zuguckt, würde ich sagen,
essen wir das jetzt. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass wir das heute hier mit dir gemeinsam machen durften, dass wir dir beim Kochen über die Schulter schauen durften, dass wir dich näher kennenlernen durften. Du hast viele Einblicke gegeben, viel gezeigt. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war kein Problem. Schön, voll.